Handelsblatt KI Briefing, das News Update zu künstlicher Intelligenz. Hallo und herzlich willkommen zum Handelsblatt KI Briefing, dem Podcast mit den wichtigsten Nachrichten rund um künstliche Intelligenz und was diese News für Sie bedeuten. Mein Name ist Larissa Holzki und ich leite beim Handelsblatt das KI-Team. Und das hier ist meine synthetische Stimme. Die habe ich nämlich klonen lassen, damit Sie die rasante Entwicklung dieser neuen Technologie auch als Podcast verfolgen können. Das Handelsblatt KI Briefing. Diese Woche geschrieben von Larissa Holzki, gesprochen von der KI-Stimme von Larissa Holzki. Das Wichtigste zuerst. Wenn Sie nur wenig Zeit haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann kennen Sie vielleicht diese Überlebenstaktik. News und Nachrichten checken und dann auf das Dringendste konzentrieren. Was wirklich wichtig ist, gerät dabei allerdings schnell aus dem Fokus. So ging es mir zuletzt mit der AGI, der Artificial General Intelligence. Dahinter steckt eine Art Allzweck-KI, die jede Aufgabe so gut ausführen kann wie ein Mensch oder sogar besser. Allerdings wird es selbst laut Elon Musk noch mindestens bis 2025 dauern, bis sie entwickelt wird. Und der Tech-Milliardär und Tesla-Chef ist für seine ausgesprochen ehrgeizigen Prognosen bekannt. Deshalb hatte ich das Thema aufgeschoben, bis ich vergangene Woche Turing-Preisträger Jan LeCun getroffen habe. Er ist beim Facebook-Konzern Meta einer der Chefwissenschaftler für KI und einer der wichtigsten Köpfe in der Debatte um menschenähnliche Intelligenz in Maschinen. Vor allem ist er einer derjenigen, die dem ganzen Hype um KI etwas entgegenhalten. Er sagt, noch seien KI-Modelle nicht mal auf dem Intelligenzniveau einer Katze. Warum das wichtig ist? Im Grunde geht es um einige der spannendsten wissenschaftlichen Fragen überhaupt. Können Maschinen denken? Wie bringen wir es ihnen bei? Und was lernen wir dabei über unsere eigene Intelligenz? Wissenschaftler forschen an diesen Fragen seit Jahrzehnten. Neu ist, dass das Ziel plötzlich greifbar scheint. Den sogenannten Turing-Test jedenfalls haben ChatGPT und Co. schon bestanden. In einem Frage-Antwort-Spiel kann ein Mensch also unter bestimmten Umständen nicht mehr unterscheiden, ob er mit einem anderen Menschen oder einer Maschine spricht. Das galt lange als Anhaltspunkt dafür, dass Computer menschliches Denken imitieren können. Doch jetzt, wo das Ziel erreicht ist, zeigen sich die Probleme des Versuchsaufbaus. Aktuelle KI-Modelle reden zwar ziemlich schlau daher, aber denken können sie dadurch noch nicht. Vereinfacht gesagt, lesen sie bloß gigantische Mengen an Texten und lernen dabei, welche Worte am häufigsten in einer bestimmten Reihenfolge auftauchen. Und dann raten sie gewissermaßen, was die Antwort auf unsere Frage sein könnte. Das Ergebnis ist statistisch also plausibel, das heißt aber nicht, dass es auch logisch oder faktisch richtig ist. Das soll nicht heißen, dass ChatGPT und Co. zu nichts zu gebrauchen sind. Selbst Kritiker Jan LeCun sagt, dass es auf der Welt reichlich nützliche Software gibt, die dümmer ist als wir. Wo er und das Lager der Unternehmer um Altman sich aber uneins sind. Lässt sich diese Art von KI-Modell hin zu einer Artificial General Intelligence entwickeln? Oder braucht es dafür völlig neue Ansätze? Bislang bekommen vor allem diejenigen Aufmerksamkeit, die versuchen, die heutigen Schwächen der Technologie einfach mit noch mehr Geld, Rechenleistung und Daten zu beheben. Dabei sind viele in der Wissenschaft überzeugt, dass das nicht die Lösung sein kann. Was den Menschen und in Teilen auch Hauskatzen noch von der KI unterscheidet, ist laut LeCun das Verständnis der physikalischen Welt, das Erinnerungsvermögen und die Fähigkeit nachzudenken und zu planen. In der Reihe Inside Innovation haben meine Kollegin Luisa Bomke und ich uns diese Woche verschiedene Ansätze angeschaut, mit denen das menschliche Denken womöglich besser nachgebaut werden könnte. Ich empfehle Ihnen, dass Sie den Text gleich lesen. Auch wenn Top-Wissenschaftler nur eine 10%ige Wahrscheinlichkeit sehen, dass uns der eine oder andere Ansatz bis 2027 zu einer KI führen wird, die so intelligent ist wie wir. Selbst bis 2047 stehen die Chancen nur 50-50. Vielleicht geht das ja alles auch schneller, wenn wir uns nicht allzu lange mit nur vermeintlich intelligenten KIs aufhalten. Worüber die Szene spricht. Ganz ehrlich, sagte ein Kollege neulich zu mir, wenn er gefragt werde, wie wir KI nutzen, dann trage er schon manchmal ein bisschen dicker auf. Wir müssten beim Einsatz von künstlicher Intelligenz doch eigentlich schon weiter sein, oder? Sofort musste ich an eine Umfrage denken, über die ich vor einem Dreivierteljahr schon mal berichtet hatte. Dabei hatten die Karriereplattform LinkedIn und das Marktforschungsinstitut CensusWide herausgefunden, dass jeder Dritte bei seinen KI-Kenntnissen übertreibt. Die Wahrheit ist, dass wir beim Handelsblatt genauso wie alle anderen wissen, dass KI unser Geschäft grundlegend verändern wird. Dass wir aber auch feststellen müssen, Plug and Play ist diese Revolution nicht und in der Theorie funktioniert die Technologie meist schon besser als in der Praxis.
Wenn ich diese Kolumne hätte prompten wollen, hätte ich dafür deutlich länger gebraucht, als mir Zeit dafür zur Verfügung stand. Nun gibt es aus gutem Grund den Spruch, dass das Problem meist vor dem PC sitzt. Aber mal ehrlich, was bitte soll das für eine künstliche Intelligenz sein, wenn es erst menschliche Superkräfte braucht, um sie zu bedienen? Die neue Folge meiner KI-Kolumne ist ein Plädoyer dafür, dass wir bei KI lieber einmal öfter fluchen als faken sollten. Wenn es an Ihnen liegt, können die selbsternannten KI-Experten um Sie herum sicher helfen. Was Sie sonst noch wissen sollten. Erstens, WhatsApp wird zur Alles-App, zum zentralen Anlaufpunkt für das digitale Leben. Zumindest in Brasilien hat die Nachrichten-App nur noch wenig mit dem Messenger zu tun, den wir in Deutschland kennen. Aber auch hierzulande könnten Nutzer bald auf WhatsApp einkaufen, ihr Konto führen und mit Behörden kommunizieren. Mein Kollege Felix Holtermann war in Sao Paulo und hat sich angeschaut, wie WhatsApp dort zum wichtigsten Vertriebskanal für Unternehmen wird. Dank gezielter Werbung, verifizierter Accounts und KI-Agenten. Zweitens, Nvidia erholt sich vom Kurssturz und könnte für Anleger wieder attraktiv sein. Für ein paar Stunden war der Chipkonzern vergangene Woche der wertvollste börsennotierte Konzern der Welt. Dann verlor die Aktie zwischenzeitlich um 16% an Wert. In einer Analyse haben sich meine Kollegen aus dem Finanzressort die Gründe für die Kursschwankungen angeschaut und erklärt, warum für Anleger jetzt ein geeigneter Zeitpunkt für den Aktienkauf sein könnte. Drittens. Roche will die Medikamentenentwicklung mit KI drastisch beschleunigen. Nach unserem ersten Versuch in der Krebsforschung haben wir bereits Treffer erzielt, die wir in unser Portfolio aufnehmen können, sagt Aviv Regev, die Forschungschefin der Biotech-Tochter Genentech. Im Gespräch mit unserem Schweiz-Korrespondenten Jakob Blume hat sie erläutert, wie der Pharma-Riese mit KI die durchschnittliche Zeit von 9,2 Jahren zwischen den ersten Tests und der Marktzulassung um mindestens 18 Monate verkürzen will. Das war's für heute schon wieder mit dem KI-Briefing. Geschrieben von Larissa Holzki, gesprochen von Larissa Holzkis KI-Stimme. Wenn Sie noch mehr über künstliche Intelligenz erfahren wollen, dann abonnieren Sie das Handelsblatt KI-Briefing doch auch per E-Mail. In dem Newsletter finden Sie nicht nur alle Links zu den Reportagen, sondern erfahren auch, wie Sie selbst KI in der Praxis einsetzen können, welche Köpfe aus der KI-Szene Sie kennen müssen und wo Sie unsere KI-Reporter als nächstes persönlich treffen können. Melden Sie sich kostenlos an unter newsletter.handelsblatt.com/KI-Briefing. Den Link dazu finden Sie aber auch in den Shownotes. Wir freuen uns sehr über Feedback, Anregungen und Wünsche. Schreiben Sie uns dazu gern eine E-Mail. Die Adresse finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin eine gute Zeit.